Hallo, willkommen zu diesem Screencast. Ich möchte aus aktuellem Anlass kurz mal auf den TypoScript Object Browser eingehen. Was ist denn das jetzt schon wieder? Der TypoScript Object Browser oder Object Browser, wie man auch immer das aussprechen mag, ist ein ziemlich nützliches Hilfsmittel, um TypoScript zu analysieren und zu schauen, was passiert denn, wenn ich da irgendwas verändere oder was greift denn überhaupt im TypoScript. Manchmal hat man das Problem, man gibt irgendein TypoScript ein, zum Beispiel für ein Menü, und wundert sich dann, warum im Frontend nichts zu sehen ist, beziehungsweise die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen. Oft ist es nur ein ganz kleiner Fehler, eine vergessene Klammer, ein kleiner Tippfehler, irgendwas, und man kommt einfach stundenlang nicht drauf, woran es eigentlich liegt. Vor allem dann, wenn das TypoScript ziemlich umfangreich ist und aus vielen tausend Zeilen Code besteht. Und da kann jetzt dieser Object Browser ziemlich hilfreich sein. Wie komme ich jetzt daran? Ich finde den im Template-Modul, gehe dann hier auf die Root-Seite. Ich kann den im Prinzip von jeder Seite aus anwenden, aber auf der Root-Seite laufen ja normalerweise alle TypoScripte zusammen, sozusagen, zumindest in der Art und Weise, wie ich arbeite, und kann dann hier umschalten auf den TypoScript Object Browser. Hier habe ich jetzt zwei Bereiche. Ich kann einmal das Setup durchsuchen oder die Konstanten. In den Konstanten steht meistens nicht allzu viel drin, was fehleranfällig wäre. Die meisten Fehler tauchen ja dann im Setup auf. Und hier sehe ich jetzt mein gesamtes TypoScript Setup. Sowohl das, was ich selber geschrieben habe, als auch das, was von Extensions oder von Typo3 selber eingebunden wird. Wir haben hier verschiedene Wurzelknoten, einmal hier den Config-Bereich. Wenn ich hier auf das Plus klicke, sehe ich jetzt alle möglichen Eigenschaften. Das ist jetzt zum größten Teil das, was ich in meinem TypoScript Config auch geschrieben habe. Zum Beispiel hier die Base-URL oder hier den Doctype und so weiter. Das ist also alles das, was ich da eingefügt habe. Das Interessante hier an der Geschichte ist, ich kann die Werte hier sogar verändern, wenn ich das will. Ich kann hier nochmal draufklicken und sehe dann hier einmal den kompletten Pfad dieses Objekts und kann auch hier, wenn ich will, die Eigenschaft verändern. Ich würde das jetzt natürlich nicht hier machen, sondern einfach über Info und Bearbeiten hier gehen und das direkt manuell im TypoScript ändern. Aber ihr seht, ihr könnt hier auch direkt editieren, wenn ihr das wollt. Ich gehe jetzt aber mal hier zurück. Schauen wir uns noch einen anderen Bereich kurz an. Zum Beispiel hier habe ich das Page-Objekt. Und hier habe ich dann zum Beispiel den Bereich, in dem ich CSS-Dateien einbinde. Habe hier meine Standard-CSS-Datei, die nennt sich hier my-layout-css. Das Interessante jetzt an diesem Object Browser, ich kann hier zum Beispiel auch Bedingungen, also TypoScript Conditions, simulieren. Hier unten werden mir alle Bedingungen angezeigt, die in meinem TypoScript momentan definiert sind. Und ich sehe, dass ich hier zum Beispiel zwei Browser-Abfragen habe, jeweils auf den Internet Explorer und dann auf verschiedene Internet Explorer Versionen. Und ich kann jetzt hier simulieren, was ändert sich mit TypoScript, wenn diese Bedingung zutrifft. Also ich setze jetzt zum Beispiel mal einen Haken hier bei dieser ersten Bedingung, gehe dann auf Bedingungen setzen und jetzt sehe ich, dass sich hier bei Include CSS etwas geändert hat. Und zwar wird hier eine zusätzliche CSS-Datei eingebunden, die Patches für die alten Internet Explorer enthält. Das bedeutet also, wenn der Browser ein Internet Explorer ist und die Version kleiner gleich 8 ist, also 8, 7, 6 und so weiter, dann binde diese CSS-Datei ein und das wird jetzt hier auch funktionieren. Ich setze mal eine andere Condition hier, zum Beispiel kleiner gleich 9. Dann passiert hier nichts, also zumindest im CSS-Bereich nicht. Wenn ich das wieder... Wenn ich die Standardansicht will, entferne ich alle Haken, gehe wieder auf Bedingungen setzen und dann habe ich wieder die Ansicht. Gut, das ist das eine, was ich hier machen kann. Ich kann hier also nachschauen, analysieren und gucken, was wird überhaupt eingebunden. Zum Beispiel sehe ich auch hier in diesem Lib-Bereich, sehe ich hier Lib-Logo, Lib-Slogan, Lib-Jar. Das sind die ganzen Lib-Objekte, die ich für Templar Voila zum Beispiel eingefügt habe. Eine andere interessante Eigenschaft ist auch, dass mir hier Fehler angezeigt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Syntaxfehler im TypoScript habe, dann zeigt mir der Object Browser auch an, wo dieser Fehler ist. Ich werde jetzt mal hier absichtlich einen Fehler erzeugen, gehe jetzt zum Beispiel mal hier in meine TypoScript-Templates, zum Beispiel in das Navigationstemplate hier und werde jetzt hier, was könnten wir da machen? Einfach zum Beispiel mal hier eine geschweifte Klammer entfernen.
speichere das mal ab. Und wenn ich mir jetzt mal das Frontend anschaue, dann merke ich jetzt, dass die Navigation nicht so funktioniert, wie sie sollte. Normalerweise würde nämlich hier bei Inhaltselement jetzt hier sich ein Pull-Down-Menü öffnen mit weiteren Unterseiten. Und das passiert aber nicht offensichtlich. Und manche denken jetzt da, ja Moment, wieso und warum und wieso und stimmt das nicht und so weiter. Und oft übersieht man solche Fehler. Das ist jetzt hier ein relativ offensichtlicher Fehler. Aber manchmal, gerade bei so aufgeteilten Typoscripts, liegt der Fehler vielleicht nicht unbedingt hier, sondern irgendwo ganz woanders. Auf jeden Fall, um jetzt solche Fehler aufzuspüren oder um einfach mal zu schauen, ob denn überhaupt ein Fehler im Typoscript ist, kann ich auch den Object Browser benutzen. Ich gehe jetzt also nochmal auf die Root-Seite, wechsle hier in den Object Browser, muss dann im Bereich Setup sein und sehe jetzt auch schon hier die Fehler und Warnungen. Und er sagt mir jetzt an, dass in Zeile 2793 eine Klammer, eine Endklammer, also die endgeschweifte Klammer fehlt. Das mit dieser Zeile ist jetzt an sich so nicht besonders hilfreich, denn mein Navigationstemplate hat ja nicht so viele Zeilen. Tatsache ist, dass hier die Zeilennummer des gesamten TypoScript-Templates ausgegeben wird. Er fasst ja mehrere TypoScript-Templates zusammen. Ich habe ja hier allein schon auf diesem Ordner hier das Template für Config liegen, für Page, für Navigation, für Extensions. Dann kommt noch das TypoScript der TT-Content dazu und von Extensions und so weiter. Die werden ja alle in ein TypoScript zusammengefasst. Und daher resultiert diese hohe Zeilennummer. Aber das macht nichts. Ich kann nämlich hier hinten einfach auf Show Details klicken. Und dann zeigt er mir genau an, wo der Fehler liegt. Und jetzt sehe ich, dass hier eine schließende Klammer fehlt. Beziehungsweise so genau ist die Fehlermeldung jetzt nicht. Also ich sehe, hier stimmen ja die Klammern, aber ich kann dann schon mal eingrenzen. Irgendwo hier muss eine Klammer fehlen. Und wenn ich mir jetzt das halt mal nochmal in Ruhe ganz genau anschaue, dann müsste eigentlich jedem irgendwann auffallen, dass eben hier diese Klammer fehlt. Das heißt, ich korrigiere jetzt einfach diesen Fehler, gehe jetzt nochmal auf meine Templates hier im Info- und Bearbeiten-Modul und füge jetzt hier die fehlende Klammer wieder ein. Wenn ich jetzt die Seite neu lade, habe ich wie erwartet mein Pull-Down-Menü und im TypoScript Object Browser dürfte jetzt auch keine Fehlermeldung mehr erscheinen. Genau. Also ihr seht, das ist ein ziemlich nützliches Werkzeug. Ich habe schon oft Kunden gehabt, die irgendwelche Probleme mit Typo 3 hatten. Ich gebe ja auch Hilfestellungen bei Problemen online oder vor Ort. Und man hat es oft lang nicht gefunden und dann hat oft ein Blick hier in den Object Browser genügt, um zu sehen, aha, okay, der und der Fehler ist und dann muss man halt noch ein bisschen suchen unter Umständen, aber hat es dann relativ schnell meistens gefunden. Das als kleiner Tipp, werft hier ab und zu mal einen Blick rein, vor allem wenn etwas nicht so funktioniert, wie ihr es erwartet. Oft sind es Kleinigkeiten, die einen ansonsten stundenlang mit der Suche beschäftigen können. Okay, viel Spaß damit, bis dann, ciao.